Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Brandner, sehr geehrter Herr Kollege Kerber, auch natürlich lieber Franz Kasselsberger, freue mich, dass ich hier dabei sein kann. Ich liebe immer die Diskussion und ich glaube, wir werden heute genügend Möglichkeit dazu haben. Ich darf Sie auch begrüßen als Gäste der Österreichischen Nationalbank. Wir hätten ja ursprünglich diese Veranstaltung in den Räumen der ÖNB gemacht. Es ist heute ein Tag, wo drei Veranstaltungen parallel mit sehr ähnlichen Fragestellungen vor sich gehen. Die andere war früher, daher sind wir hierher ausgewichen. Aber dass so viele gekommen sind, ist ein, glaube ich, Kompliment an die Veranstalter, dass es eben hier einen Kreis gibt, der sich für dieses Thema und für diese, wenn man will, also auch kontroversiellen Überlegungen interessiert. Ich möchte jetzt sozusagen in dieser ersten Runde einfach ein paar Informationen Ihnen geben, einfach von der faktischen Seite her. Das Erste, was Sie hier sehen, ist die Entwicklung der Bilanzsumme der Notenbanken, ausgehend von 2007. Die dunkle Linie, die Sie hier sehen, ist also Bank of England und die Schweizer Notenbank. Sie sehen, das sind die zwei Notenbanken, die bei weitem die stärkste Ausdehnung haben. Das Grüne ist die Federal Reserve, die hatte zunächst eine sehr expansive Entwicklung, jetzt bekanntlicherweise kauft sie ja nichts mehr an. Das Blaue ist die EZB und das Rote, also das Bescheidenste, ist die ÖNB. Was, glaube ich, wichtig ist hier zu sehen, ist, und das sehen Sie aus dieser Bilanzausweitung, diese Ausweitung von Notenbankbilanzen ist ein weltweites Phänomen. Also es ist nicht eine sinistre Verschwörung der EZB, die das sozusagen im Alleingang irgendwie macht, sondern es ist die Antwort, und ich würde meinen, die notwendige Antwort praktisch aller verantwortlichen Notenbanken auf ökonomische Entwicklung. Diese ökonomischen Entwicklungen waren zum einen die große Finanzkrise der Jahre 2007, 2008, die ja bedeutet hat, dass etwas passiert ist, was man eigentlich weder in der Theorie noch in der Praxis erwartet hat, einen Zusammenbruch der Geldmärkte. Also das ist wie ein Kreislaufkollaps sozusagen einer Wirtschaft, die nur dadurch kompensiert werden konnte, dass die Notenbanken de facto für eine Zeit lang die Rolle der Geldmärkte übernommen haben und Liquidität in zu diesem Zeitpunkt unbegrenzter Größenordnung in das System hineingegeben haben und damit eine Entwicklung vermieden haben, wie wir sie aus den 1930er Jahren mit allen ihren dramatischen Folgen kennen. Das ist die unmittelbare Entwicklung. Was aber, glaube ich, interessant ist, und ich habe das vergangene Woche an einer Tagung der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und am Seminar der EZB teilgenommen, wo wir sozusagen die wirtschaftstheoretische Perspektive beleuchtet haben und auch die empirische Perspektive und wo man ja sieht, dass wir eine langfristige Tendenz haben von sinkenden Realzinsen. Und zwar eine Tendenz, die schon vor der Krise 2008 eingesetzt hat. Und es gibt eine lange Diskussion, woher diese Tendenz denn kommen kann. Und auch keine ganz eindeutige und endgültige Antwort, aber verschiedene Antworten. Also eine Antwort ist etwa die noch zur Zeit als Professor von dem dann späteren Präsident der Fed, Ben Bernanke, gegeben wurde. Wir leben in einer Welt des Ersparnisüberschusses. Also das, was man Savings glatt. Das ist nicht zuletzt auch
durch den Eintritt Chinas in die Weltwirtschaft, ein Land mit also massiven Sparquoten. Auf der anderen Seite verringerte Investitionsquoten und daher zum Beispiel auch das Phänomen, das wir haben, dass in vielen Staaten, übrigens auch in Österreich, übrigens auch in Deutschland, inzwischen Unternehmenssektor, der traditionelle Sektor ist, der sich verschuldet, ein Netto-Sparsektor ist. Das heißt, aus einer Reihe von Gründen habe ich dieses Überangebot an Ersparnissen gegenüber der Nachfrage nach Kapital und das heißt natürlich, dass das den Preis, der den Zins senkt. Eine zweite damit verwandte These ist die Frage, warum wird weniger Investitionskapital nachgefragt? Da gibt es zum Beispiel eine These, dass der technische Fortschritt inzwischen ein kapitalsparender Fortschritt ist. Also um ein Computerprogramm zu entwickeln, das ist sozusagen der technische Fortschritt heute, wickelt sich im Wesentlichen in diesem Bereich ab, brauche ich wesentlich weniger Kapital, als etwa ein Stahlwerk zu errichten. Das heißt, ich habe von dieser Seite her durch technologische Änderungen in den Kapitalmärkten, die sich hier ergeben. Also ich möchte nicht sozusagen auf diese theoretische Diskussion länger eingehen, aber ich glaube, wichtig ist auch für unsere Diskussion, es ist kein EZB-spezifisches Phänomen. Es ist ein weltweites Phänomen, wie Sie hier sehen, wobei natürlich in jedem Fall spezifischer dazukommen, als die Tatsache, dass die Schweizer Nationalbank die stärkste Expansion ihrer Bilanzsumme hat, hängt natürlich mit der Wechselkurspolitik der Schweiz zusammen, weil die Schweiz sich ja bemüht, eine zu starke Aufwertung des Schweizer Franken zu verhindern und deshalb Euros und Euro-Anleihen aufkauft und damit natürlich ihre Währungsreserven entsprechend erhöht. Für die EZB heißt das, dass sie sich natürlich auch dieser Herausforderung stellen musste, dass sie ausgehen muss von dem Mandat, das sie im Vertrag hat, nämlich das Mandat für Preisstabilität zu sorgen. Wobei, und das ist jetzt keine Frage des Vertrages, sondern das ist eine Frage sozusagen der autonomen Entscheidung der EZB, die EZB Preisstabilität definiert als eine Inflationsrate nicht über, aber knapp bei 2%. Und die Frage ist, warum 2% und nicht 0%? Dahinter steht die Überlegung, dass eine Notenbank sowohl kämpfen muss gegen eine übermäßige Inflation, wie auch gegen eine Deflation. Also ein sinkendes Preisniveau, das ja dann sozusagen, wie wir auch in den 30er Jahren gesehen haben, zu einer Wirtschaftskrise führen wird oder damit verbunden ist. Und eine Notenbank ist sehr mächtig im Bekämpfen von Inflation. Also es gibt dieses berühmte Beispiel aus den USA, wo ich dann im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg Inflation hatte. Jeder Krieg führt zu Inflation und die wesentliche Ursache von Inflation sind immer Kriege oder Kriegsfolgen. Daher hatten wir damals, das hat ja dann auch dazu geführt, zu den Ölschocks und so weiter und so fort. Also wir hatten Inflationsraten dann in den USA bei 15%. Wir haben in Österreich in den 70er Jahren bis zu 10%, also knapp unter 10% gehabt. Die amerikanische Notenbank, der Paul Volcker, hat die Zinsen hinaufgesetzt auf 18% im Höhepunkt. Das hat die Inflation innerhalb von 3 Jahren beseitigt. Natürlich um den Preis einer massiven Wirtschaftskrise, aber nach 3 Jahren wird Inflation weg. Das heißt, Inflation kann eine Notenbank mit ihrem Instrument rasch, zuverlässig bekämpfen. Deflation ist sehr viel schwieriger. Ein sinkendes Preisniveau heißt, dass sich eben in der Regel in den meisten Fällen zwar für einzelne Dinge Bereich unter einen negativen Zinsbereich gehen kann, nicht im Generellen. Und während ich durch höhere Zinsen dazu führen kann, dass Investitionen unterbleiben, weil sie sich einfach nicht mehr rentieren,
ist bei niedrigen Zinsen ist nicht mehr so eindeutig, ob ich hier deshalb mehr investiere. Das hängt auch zusammen von der Fiskalpolitik, das hängt zusammen mit der Strukturpolitik. Beispiel Japan, wo ich eben eine Situation habe, einer langfristigen deflationären Entwicklung und die Notenbank nur mit großer Mühe und großem Einsatz das langsam wieder auf Schuss bringen kann. Natürlich, und das alles führt dazu, dass Notenbanken eine expansive Geldpolitik hier betreiben und betreiben müssen. Aber natürlich, wie jede Medizin, hat auch eine expansive Geldpolitik Nebenwirkungen. Und auch das muss man sich bewusst sein. Also eine Situation sehr tiefer oder negativer Zinssätze kann natürlich auf die Dauer auch zu Strukturproblemen, zu Strukturverzerrungen führen. Es kann Finanzstabilitätsprobleme bringen, eben mit, indem ich eben zum Beispiel den Kollegen Gasselsberger hier, indem auch die Rentabilität der Kreditwirtschaft ein Problem darstellt. Allerdings auch, ist das auch wieder differenziert zu sehen. Sie werden das aus der, von hinten nicht so detailliert sehen können. Das ist jetzt eine jüngste Studie über die Wirkungen der unkonventionellen Maßnahmen, also eben der expansiven Geldpolitik, auf die einzelnen auf Kreditinstitute in den einzelnen Staaten. Österreich ist da nicht dabei, Österreich wurde nicht erfasst. Sie sehen, es hat negative Wirkungen und es hat positive Wirkungen. Die negative Wirkung, das ist also eben das dunkelblaue, das sind die Nettozinserträge, die natürlich von einer negativen, also im Falle der EZB speziell durch die negative Deposit Rate negativ hier erfasst sind. Es hat aber auch positive Wirkungen. Das sind einerseits die Wirkung, dass die Refinanzierung der Banken natürlich billiger wird und zum Zweiten, dass wenn die Wirtschaft insgesamt stärker wird, auch die Kreditausfälle geringer werden. Und ich weiß nicht, ob Sie das sehen, da gibt es dann so kleine hellblaue Punkte und das ist dann der Nettoeffekt. Der ist in Deutschland, wie Sie sehen, leicht negativ, in Österreich also ungefähr neutral, also zwischen leicht negativ und neutral. Das heißt, es hat natürlich auch Auswirkungen und daher ist es auch sicherlich so, dass man diese makroökonomischen Aspekte und diese strukturpolitischen Aspekte gemeinsam sehen muss. Die nächste Frage ist natürlich, wirkt Geldpolitik überhaupt? Und hier muss man sehen, sie wirkt, wenn auch zum Teil mit erheblichen Verzögerungen. Sie sehen hier, wie sich die Kreditzinsen reduziert haben. Also das Rot ist Österreich, das Grün oder so ist Deutschland und das andere ist der Euroraum insgesamt. Also das heißt, wir haben niedrigere Kreditzinsen. Die Frage ist, hat das auch Wirkungen, reagieren die Investitionen auf diese niedrigeren Zinsen? Und Sie sehen das auf der rechten Spalte zunächst einmal nur sehr langsam. Das ist die Veränderung der Investitionen. Wir hatten eine Zeit lang, wo wir sozusagen schrumpfende Investitionen hatten. Interessanterweise, wenn Sie sich die rote Linie anschaut, Österreich nicht. Österreich war das im Vergleich sowohl zu Deutschland wie zu Euroraum ein Land, wo wir kein einziges Mal einen negativen Einbruch hatten. Aber wir waren sozusagen mehr oder weniger stagnierend. Jetzt steigen sie wieder. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine Belebung der Investitionstätigkeit und zusammen mit der Belebung der Exportseite ist das ja ein wesentlicher Grund für den deutlichen Aufschwung, den wir jetzt in Europa insgesamt sehen. Sie sehen das auch jetzt ein bisschen aufgegliedert, in welcher Weise. Sie sehen, dass wir hier einerseits, wenn wir vielleicht nur von der Einzel, das links unten, das ist Österreich, wo Sie sehen, welche Kredite haben sich speziell bewegt, und zwar in Bezug auf ein Sinken der Zinsen.
Blau sind Konsumkredite, dann Rot ist Wohnbau, das ist alles Sonstiges. Wir haben vor allem einen Wohnbaukredit, eine deutliche Reduzierung der Zinssätze gab. Und das sehen Sie dann auf der rechten Seite. Es ist auch in Österreich der Wohnbaukredit, der besonders angewachsen ist, was ja auch eine positive Entwicklung ist, weil wir ja wissen, dass wir nicht zuletzt durch die demografische Entwicklung einen Engpass im Wohnungsbereich haben und es auch gesamtwirtschaftlich und auch gesamtgesellschaftlich wichtig ist, das Wohnungsangebot zu erhöhen. Das heißt, das ist etwas, was genau in die richtige Richtung geht. Für die Banken heißt es eben, dass die Refinanzierungskosten sich verbilligt haben. Natürlich ist das auf der anderen Seite, wie gesagt, alles hat zwei Seiten. Das heißt natürlich, dass für die Sparer hier die Erträge geringer geworden sind oder für die Käufer von Bankanleihen. Ich kann eben nicht beides zugleich haben, aber es ist umgekehrt einfach wieder wichtig zu sehen, dass ich eben nicht nur den Sparer habe, sondern ich habe auch den Investor. Und der Investor ist zum Beispiel die junge Familie, die sich eine Wohnung kauft und die natürlich bei niedrigen Zinsen sich das eher leisten kann als bei hohen Zinsen, wobei man natürlich darauf Acht geben muss, dass es sich dann auch leisten kann, wenn die Zinsen einmal wieder ansteigen. Das, was ich hier noch einmal zeigen wollte, ist sozusagen die Tiefe der Krise, die wir hier insgesamt sehen. Wieder rot ist Österreich, blau Gesamteuropa. Wir haben, oder Euroraum, wir haben auch in Österreich natürlich einen tiefen Einbruch gehabt. Wie gesagt, 2007-2008 war die größte Krise der Nachkriegszeit. Wir haben inzwischen einen deutlichen Aufschwung. Und zwar, das ist immer sozusagen ausgehend vom Jahr 2008. In Österreich deutlich über dem des Euro-Durchschnitt. Und wir sind derzeit in einer Situation, wo wir ja in der Eurozone wieder sehr ordentliche Wachstumsraten haben. Und in Österreich übrigens im Jahr 2017 nach übereinstimmenden Prognosen diesmal auch ein höheres Wachstum als die Eurozone haben werden und auch als unsere Freunde in Deutschland haben werden, weil das natürlich schon ein Punkt war, der uns schon Sorgen gemacht hat, dass wir eine Zeit lang hier zurückgeblieben sind. Ich glaube, diese Phase des Zurückbleibens haben wir damit überwunden. Was Sie hier auf der rechten Bereich sehen, das ist die Inflationsentwicklung. Und was Sie hier natürlich auch sehen, ist, dass diese Inflationsentwicklung jetzt schon seit Jahren unter den 2% liegt. Und auch in der Prognose. Die Prognose der EZB für nächstes Jahr ist bei 1,3% Inflationsentwicklung. Das heißt, wir sind von den 2% deutlich entfernt. Das ist natürlich eine Diskussion, die zu führen ist, wie sozusagen intensiv oder wie ernst ist dieser Aspekt zu sehen. Ich habe über dieses Thema beim 50-Jahr-Jubiläum der Deutschen Bundesbank in Frankfurt ein längeres Gespräch mit Ottmar Issing, dem früheren Chefökonomen der EZB, und quasi dem Vater dieser 2%-Formel sprechen können, der sehr stark betont, diese Definition des Preisstabilitätsziels ist nicht das Punktziel zu sehen, sondern es ist etwas, was über die mittlere Sicht anzustellen ist. Also ich glaube, man muss hier deutlich sich bewusst machen, dass sich hier nicht sozusagen, dass wir, wie es im Ökonomen Jacques heißt, Inflation Targeting im engsten Sinn betreibe, sondern es ist eine Zielrichtung, die ich hier habe, die natürlich gilt, aber die daher auch diese gewisse Flexibilität aus meiner Sicht beinhalten sollte. Und das sind einmal die Bereiche, die ich Ihnen hier
schildern wollte. Ich weiß, dass mein geschätzter Nachredner ja dann die Dinge zum Teil anders sieht. Daher möchte ich mir die kritischen Punkte auch aufheben für die Diskussion, weil dann hat es erst einen Sinn. Es wäre unfair, etwas zu kritisieren, bevor Sie es gesagt haben. Aber wenn Sie es aber gesagt haben, dann freue ich mich auf das Kritisieren. Alles Gute.